laufen, Amigo. Ich habe drei Asse. Oh, Mann. Hör auf rumzubrüllen, sonst hört er uns. Ist doch egal. Ist es nicht. Ich bin ihn die ganze Woche nicht losgeworden. Er war mit in der Zulassungsstelle. War mit beim Zahnarzt. Das Schlimmste sind aber die Spitznamen, die er sich ausgedacht hat. Ich bin Scooter Airs Beans. Er macht mich krank. Sie ist locker. Du selbst hast das in Gang gesetzt. Du weißt schon, was ich meine. Ja, natürlich. Da gewinnst du einmal das große Los und gleich wirst du gierig. Hey, du forderst das Schicksal auf. Das weiß ich. Es war ein Versuch. Und jetzt wünsche ich mir nichts weiter als einen Abend ohne Bratäpfel und ohne Mord war ihr Hobby. Apropos, wie fandet ihr die Folge von gestern? Also, ich habe total daneben gelegen. Was war das? Jemand ist an der Tür. Das muss er sein, ausblasen. Und kein Mucks. Meine Güte, mein Herz. Das ist wie im Horrorvideo. Hey, alles klar? Scooter, was ist hier los? Hi, Arthur. Na, 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 na. Entschuldige. Hi, Beans. Wieso spielt ihr Karten im Dunkeln? Wow, dann könnt ihr euch alle spielen. Okay, Freunde, das Spiel heißt Trete den Hund. Dreien, Sechsen, Neunen. Einäugige Buben und scharfe Könige. Eine wilde Sache. Sag mal, Arthur, ist bei dir irgendwas nicht wild? Oh ja, Strip-Poker, das werden wir als nächstes spielen. Tja, also, ich habe fünf Asse. Ich hatte noch nie fünf Asse. Nicht verzweifeln, mein Junge. In diesem Spiel hat so gut wie jeder fünf Asse. Es ist kurz vor 10. Ich sollte Mom Bescheid sagen, dass ich später komme. Und zwar sehr viel später, weil du dauernd gewinnst. Sie wohnen bei Ihrer Frau Mutter? Ja, ist blöd, aber sie kann leider nicht Auto fahren. Wenn sie nicht Auto fahren kann, wieso nimmt sie nicht den Bus? Nein, nein. Theoretisch ginge das, aber sie ist an meinen Wagen gewöhnt. Dann wollen wir mal. Ich setze einen Vierteldollar. Ich zieh mit. Ich bin dabei. Eins würde ich gerne wissen. Wenn Sie bei Ihrer Mutter wohnen... Arthur, du bist dran. Erst will ich das wissen. Wenn Sie bei Ihrer Mutter wohnen, wie regeln Sie das, wenn mal ein Mädchen bei Ihnen übernachtet? Na gut, wenn eben dann ein Junge bei Ihnen übernachtet. Eins von beiden wird es doch sein. Ein Mädchen? Wenn wäre es ein Mädchen, klar. Wer ist dran mit Sätzen? Zu Ihrer Information, ich würde gern ausziehen, aber Wohnungen sind teuer. Wir zahlen schon 75 für eine mit einem Schlafzimmer. Einem Schlafzimmer? Ich sagte, wer ist dran mit Sätzen? Und wo schlafen Sie? Arthur. Sie haben ein Klappbett im Wohnzimmer, richtig? Sie teilen sich das Schlafzimmer mit Ihrer Mutter? Nicht das Bett! Jeder hat sein Bett und dazwischen steht ein großer, breiter Nachttisch. Ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Wir machen doch bloß etwas Konversation. Wer hat noch nicht gesetzt? Ich bin draußen. Ich hab irgendwas im Auge. Ich sollte lieber gehen. Löschen mir die ein? Löschen mir ein, Scooter! Hey, ist ja gut. Ich hoffe, sein Auge ist okay. Tja, das Spiel ist vorbei. Ich bin weg. Ich komme mit. Wisst ihr, ich habe meine Frau diese Woche kaum gesehen. Gehen wir ins Striplokal? Mhm. Klar. Okay, das Spiel heißt Verhau deine Schwester.